So, willkommen zurück bei Nerim. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge die Sternzeichen verwelkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja schon wieder länger ein bisschen her. Wir sollen General Aquarius helfen. Er befindet sich im Haus der Templer. Wir sind auch noch nicht wirklich stark hier. Wo ist das Haus der Templer? Das war, glaube ich, das da drüben, oder? Ist springen richtig. Haus der Tempel. Ach, da werde ich jetzt hier nicht drauf kommen. Sehe ich das richtig? Ja, toll. Toll, hat sie sich gelohnt, die Abkürzung. Hallo Templer. Hallo Fluffy. Hallo toter Hirsch. Da mal rein in das Haus des Schattenrats. Was da drüben? Es kann nur noch da drüben sein. Nebel, oder? Schön. Haus der Templer. Ach, das war Ida, der uns zum Ner'zhul geschickt hat. Heißt der Ner'zhul? Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Genau. Ah, ihr müsst der Neue sein. Ja, Ner'zhul. Ner'zhul sagte, ihr würdet euch um die Begabten kümmern, die unserer Einladung nicht gefolgt sind. Ja. Exakt. Manche haben den Brief zwar bekommen, ihn aber anscheinend nicht ernst genug genommen. Auch wenn es im Nachhinein betrachtet ihr Glück gewesen ist. Wir dürfen aber nicht dulden, dass diese Leute etwas über uns ausplaudern. Entweder wir gewinnen sie doch noch für uns, oder sonst wissen sie eben zu viel. Der erste Fall ist hier ganz in der Nähe, in Sildren, einem kleinen Arbeiterdorf. Die meisten Leute dort sind Sklaven, die Bäume fällen müssen. Ihr findet das Dorf direkt südlich des Sanktums hinter Arantias Denkmal. Folgt der Straße. Der Name dieser Begabten ist Kim. Relativ talentiert, wie wir gehört haben. Könnte allerdings ein Sklave sein, was die Sache verkomplizieren würde. Trotzdem, findet sie und bringt sie dazu, hierher zu kommen. Wir brauchen alle Begabten, die wir kriegen können. Ihr solltet versuchen, Kim hierher zu bringen, ohne die Hilfe unserer Streitkräfte in Anspruch nehmen zu müssen. In diesem Fall müssen wir im Hintergrund bleiben, ansonsten erregen wir zu viel Aufsehen. Und glaubt nicht, dass es ein einfacher Auftrag ist, nur weil ich ihn einem Frischling wie euch überlasse. Das tue ich ungern. Aber ihr habt einen großen Vorteil. Euch kennt niemand. Würden Ner'zhul oder ich in Sildren auftauchen? Nun, jedenfalls wäre das ziemlich tollkühn. Passt auf euch auf. Diese Söldner dort können gefährlich werden, wenn man sie reizt. Das haben wir auch schon gemerkt, als wir in das Haus von ihnen reingegangen sind. Wow, was ist jetzt los? Hä? Was ist los? Sind wir überladen? Nein. Wieso bewegen wir uns hier so komisch? Was ist das für ein komischer Schatten? Ich geh mal raus, vielleicht wird's da besser. Nein. Wer hat gesagt, dass du seitlich gehen sollst? Ha? Ich speichere mal zur Sicherheit auf einem neuen Spielstand und lade den einfach einmal. Vielleicht geht dann dieses Problem natürlich nicht weg. Geht es hier weg? Wieso ist das jetzt so komisch? Findet einen Weg, um Kim... Ja. Ich finde... Sehr komisch. Vor allem, wenn er sich weggeht. Haben wir...
ein ziemliches Problem, weil wir nicht wirklich schnell unterwegs sind dadurch. Vielleicht, wenn ich... warte? Es ist... sehr... komisch. Na gut, dann müssen wir nochmal von hier laden. Ha! Bessere Idee. Könnte es... Moment. Vielleicht war es der Controller, weil er angesteckt war. Was ist das jetzt mit den Schnelltasten? Was zum Teufel geht hier? Nichts liegt auf meiner Tastatur. Meine Tastatur sollte eigentlich auch noch funktionieren. Eine Folge mit technischen Problemen, das ist auch nicht schlecht. Mal was Neues. Hä? Okay, er hat irgendein Problem mit meinem Controller. Irgendwas mager an dem nicht. Okay, dann ist das aber sehr komisch. Dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, scheint alles wieder bestens zu funktionieren. Haben halt ein bisschen Zeit verbraucht wegen technischen Problemen. Und wir werden uns jetzt nach Sildren begeben. Wieder mal in das Dorf, wo wir eigentlich ja vor den Söldnern geflohen sind, weil sie uns verfolgt haben und uns töten wollten. Schön. Das macht Mut. Vor allem Mut dazu, dass wir das auch wirklich schaffen könnten. Das kann man schon mal sagen. Nerim ist im Vergleich zu Oblivion verdammt schwer. Also, da wird mit niemandem nichts gespaßt, mit nichts und niemandem. Die Bären sind tödlichst stark, die Wölfe kriegen wir jetzt schon halbwegs hin. Viele Heiltränke gibt es auch nicht. Der Heilspruch hilft uns nicht wirklich weiter, weil der ja ziemlich viel Mana frisst und im Verhältnis dazu nicht viel Leben wiederhergibt. Wehe, du kannst mich an. Wow! Nein, 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 nein. Verfolgt er mich jetzt? Ich glaube sogar gar nicht, oder? Glück gehabt. Ja, wie? Uns greift jetzt hier etwas an. Da unten sitzt irgendwo ein Wolf, oder? Ach nein, da liegt der tot. Aber da oben ist schon wieder so ein schwarzer Wolf. Die sind ja noch garstiger. Kann man etwas garstiges, das falsche Wort. Noch tödlicher. Die Wildnis in Nerim ist tödlich gefährlich. Das kann man nicht bestreiten. Und auch tödlich für die Frames. Kann man auch nicht bestreiten. Wenn er hier irgendwas nachladen muss, kommt es zu schönen Rucklern. So, da ist irgendwo der Bär, den gehen wir überhaupt aus dem Weg da rechts.
sehe zwar gerade nicht, aber... gegen den will ich nicht kämpfen müssen. So, dann schauen wir mal. Wo die liebe Kim heißt sie, oder? Kim ist. Kim. Kimst du mal? Hahaha. Kim. Wer seid ihr? In diese Gegend verschlägt es nur selten Fremde. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ein Brief. Aber folgt mir. Wir können hier nicht reden. Okay. Also, ob das jetzt dem Herrn, nicht dem Herrn, sondern Lassara nicht auffallen würde, dass wir jetzt hier hinter das Haus gehen. Also, der Brief, stammt er etwa von euch? Also eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Ich bin nur ein Sklave. Ihr müsst mit meinem Besitzer sprechen. Aber... was wollt ihr denn eigentlich von mir? Wir bringen dich ins Sanktum, liebe Kim. Ins Sanktum? Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? War es etwa das, wovon im Brief die Rede war? Aber ich bin Sklave. Sie werden mich töten, wenn ich das Gelände verlasse. Deshalb konnte ich ja auch nicht tun, was im Brief stand. Ein Sklave eben, mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Es wird seine Richtigkeit haben, dass ich hier bin. Eigentlich sollte ich nicht weg. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin, von mir aus auch in dieses Sanktum. Wenn ihr die Mühe dafür, für mich, aufwenden wollt, sprecht mit meinem Besitzer. Aber es ist sowieso vergebens. Das wird nicht klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter. Und ich verstehe nicht, warum ihr oder dieses Sanktum etwas von mir wollen könnten. Doch sprecht nur mit meinem Besitzer. In der großen Hütte. Creo heißt er. Ich bleibe hier und warte. Aber bleibt bitte nicht zu lange weg, sonst suchen sie nach mir. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Mein Computer, keine Ahnung, wieso jetzt gerade so kühlt. Das ist Wahnsinn. Nur technische Probleme heute. Wieder mal, wie immer eigentlich. Sildren Creos Hütte. Da müssen wir auch rein. Ach, ist es der Typ, der am Thron sitzt? Creo? Creo, nein, du gehst jetzt nicht schlafen, lieber Creo. Steh auf. Es ist wichtig. Was wollt ihr, Fremder? Fasst euch kurz. Ich habe keine Zeit für langes Geschwätz. Ihr wollt mir einen Sklaven abkaufen, ja? Wisst ihr überhaupt, wie schwer es heutzutage ist, an Sklaven zu kommen? Meine Sklaven sind unverkäuflich. Ihr amüsiert mich, Fremder. Warum, verdammt nochmal, wendet ihr so viel Mühe für einen einzigen Sklaven auf? Hä? Sie sind Sklaven, sie sind Dreck. Mit sowas verschwendet man doch nur seine Zeit. Ein freundlicher Mensch. Der Schöpfer hat sie geschaffen, damit sie mir untertan sind. Genauso wie er mich erschaffen hat, weil er einen Sinn für bildliche Schönheit hat. Und wie er euch erschaffen hat, weil er offensichtlich auch einen Sinn für Humor besitzt. Wow. Aber wenn euch an diesem einen Sklaven so viel liegt, warum auch immer, so könnt ihr mir dafür einen anderen bringen. Sklave gegen Sklave, Auge um Auge, versteht ihr, ja? Ansonsten lasst mich in Frieden. Einen anderen Sklaven? Wo soll ich denn den auftreiben? Creo, sag mir, wo ich den auftreiben soll. Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kämmchen? Habt ihr mir einen Sklaven zum Tausch mitgebracht, ja? Hey, was soll das? Warum sprichst du mich an? Geh zu Creo, wenn du irgendwas willst und mach hier keinen Ärger, klar? Okay. Na, was bist du denn für einer? Frischfleisch etwa? Ja, Raphael, Frischfleisch natürlich. Austauschen, Sklaven. Kim? Und, was sagt er? Will er... Nein, er will einen Tausch, nicht wahr? Sklave gegen Sklave.
Ihr braucht nicht erst zu suchen. Ihr findet in dieser Zeit keinen Sklaven, den ihr kaufen könntet. Ich sagte doch, es ist vergebens. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ihr... Ach nein, was rede ich da? Komm schon, sag es. Ich wollte sagen, ihr könntet euch eintauschen gegen mich. Dann würden sie euch in die Festung oberhalb des Dorfes bringen und ihre Tradition vollführen. Die Taufe. Jeder neue Sklave muss da durch. Dort könnte ich euch rausholen. Ich kenne einen Schleichweg in die Festung hinein. Wir könnten dann zusammen fliehen, ohne dass Creo oder die Söldner was merken. Ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, denn jetzt einfach so fortzulaufen wird nicht klappen. Na super. Es mag einen guten Grund geben, warum ihr dieses Risiko meinetwegen auf euch nehmen wollt. Wegen eines Sklaven. Ich sehe diesen Grund nicht, aber ich bin euch schon jetzt sehr dankbar. Dann solltet ihr nun zu Creo gehen. Na toll. Da erwartet uns dann wohl ein schönes Abenteuer. Wieso tue ich eigentlich nicht schnell speichern? F5 war das, oder? Ja, natürlich. Ich komplett vergessen. Na gut, Creo, wir tauschen uns ein. Wach auf. Du Schönling, oder wie auch immer du dich nennst. Seid ihr immer noch so scharf auf unser Käse? Bla bla bla. Der Schöpfer hat wahrlich einen guten Sinn für Humor. Aber gut, wie ihr wollt. Kim kommt frei. Und ihr seid dafür mein. Es war schließlich eure Entscheidung. Viel Spaß bei der Taufe, hä? Hey, ihr zwei da hinten. Erledigt das. Es wird auch gar nicht wehtun. was? Die Söldner haben mich niedergeschlagen und die Festung oberhalb von Sildren verschleppt. Ich hoffe, Kim holt mich hier schnell raus. Die Situation verspricht, ungemütlich zu werden. Oh. Oh. Ja, Raphael. So, da sind wir. Wir werden dich jetzt auf dein Sklavenleben gebührend vorbereiten. Wenn wir mit dir fertig sind, bekommt das Wort Gehorsamkeit für dich eine ganz neue Bedeutung. Genau, dann wirst du winseln. Halt die Klappe. Wir verstehen übrigens unser Handwerk, auch wenn man es dieser Dumpfbirne da nicht ansieht. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich ja noch für die Arbeit. Vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Sei ruhig, verdammt nochmal. Wir wissen, welche Wunden die größten Schmerzen verursachen, ohne dabei zu töten. Ich meine, wer zum Teufel braucht denn schon Ohrläppchen oder Fingernägel? Oder was anderes. Gewissen Menschen hätte der Schöpfer keine Zunge geben dürfen. Apropos, ach nein, die muss bei dir leider drin bleiben. Befehl vom Boss. Aber fangen wir an. Ja, fangen wir endlich an. Sag noch ein Wort. Was zum Henker? Schön. Ja, aber dies und noch mehr, was jetzt hier auf uns geschieht, werden wir gleich erfahren. Oder doch nicht. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Nerim. Bis dann.